ist die Einführung des Kalifats. Das ist eine denkbare Staatsform. Das Kalifat ist eine denkbare Staatsform. Das hat der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, heute Morgen auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Jahresberichtes des Verfassungsschutzes für letztes Jahr erzählt. Kein Spaß, Leute. Ich bin schockiert, aber das Grinsen von Frau Faeser bei gewissen Fragen zu dem Kalifat finde ich noch viel schlimmer. Ein Journalist wollte direkt die Frage beantwortet haben, wie kann es sein, dass man in Deutschland from the river to the sea, Palestine will be free, nicht sagen darf auf Veranstaltungen, es ist eine strafbare Aussage in diesem Land, aber die Abschaffung des Kalifats und damit die Abschaffung der Demokratie in Deutschland, die ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dazu hat Herr Haldenwang geantwortet, phänomenal, wie er hier gesagt hat, es ist eine denkbare Staatsform. Ich könnte im Strahl, ihr wisst, was ich meine, herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Du willst mehr von diesem kritischen Content, dann lass ein Abo da, abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Wir schauen hier mal rein, Frau Faeser wurde zuerst gefragt, ob sie denn bei Entscheidungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz politischen Einfluss nimmt. Und achtet mal auf ihr Gesicht dabei. Nein, und das ist auch richtig so, dass ich mich politisch nicht in das Arbeiten des Verfassungsschutzes einmische. Das mache ich nie. Habt ihr dieses schelmische Grinsen gesehen? Mhm. Jetzt geht die Frage allerdings noch weiter. Gelenkig. Das ist verboten. Es ist strafbar. In Deutschland eine verbotene Parole, vom Fluss bis zum Meer zu sagen, aber nicht den Kalifat in Deutschland zu fordern. Also im Grunde das Ende der deutschen Demokratie. Ist das richtig? Frau Faeser grinst hier selbst, als ihr die Frage gestellt wurde, ob sie es gerecht findet, dass wir die pro-palästinensischen Ausrufe, und ich unterstütze diese nicht, ja, ich finde diese ebenfalls problematisch, weil, Herr Haldenwang erklärt es gleich, es beinhaltet die Auslöschung Israels in der Forderung. Allerdings ist für mich die Forderung nach dem Kalifat ebenfalls das Auslöschen von irgendetwas, zumindest hier. Aber seht selbst, wie Thomas Haldenwang sich hier um Kopf und Kragen redet und am Ende schaut zu. Also es sind zwei sehr getrennt zu betrachtende Sachverhalte. Der Verfassungsschutz ist nicht dafür zuständig, jetzt für die Wahrnehmung dieses Spruches from the river to the sea, ob das was Strafbares ist. Aber es ist auf jeden Fall was eindeutig Verfassungsschutzrelevantes, weil sich dahinter ja die Forderung der Hamas eben auch verbirgt, dass die Forderung nach der Auslöschung des Staates Israel als in seiner Gesamtheit gefordert wird. So, und das ist eindeutig gegen unsere Verfassung verstoßend. Und insofern habe ich sehr viel, nicht nur Verständnis, sondern teile auch die Auffassung, dass derartige Äußerungen auf Demonstrationen tatsächlich auch strafbar sind, weil sie gegen das Prinzip der Völkerverständigung verstoßen und insofern die Polizei zum Handeln dann auch veranlassen. Habt ihr das gehört? Das kann man ja noch einigermaßen nachvollziehen. Und wie er sagte, es ist gegen die Völkerverständigung und alleine deswegen ist es eine Straftat in diesem Lande. Und jetzt achtet mal darauf, wie das gegen die Verständigung der Völker zu sein bei der Forderung des Kalifats völlig hinten runterfällt und wie Herr Haldenwang hier versucht, das weniger schlimm aussehen zu lassen, als es am Ende ist. Was anderes ist die Einführung des Kalifats. Das ist eine denkbare Staatsform von ganz vielen, die es weltweit gibt. Es gibt Kommunismus, Sozialismus, es gibt eben religiös geführte Systeme, es gibt Monarchien, all das gibt es und all das kann man auch in Deutschland sagen, in einer eben auch freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das hat das Verfassungsgericht auch mal ausdrücklich so bestätigt, dass eine Diskussion über solche Themen oder die Forderung als solche eben noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wir haben ein System, das eben auch sehr radikale Äußerungen zulässt. Ja? Sobald die Forderung lautet, wir wollen gewaltsam den Umsturz durchführen und wir ergreifen dazu Maßnahmen, dann ist die Schwelle überschritten. Habt ihr das gehört? Ich bin völlig schockiert. Er setzt hier Kommunismus, Sozialismus und alles in eine Schiene und sagt dazu, es ist eine denkbare Staatsform. Nein, für uns ist die parlamentarische Demokratie die einzig denkbare Staatsform aktuell. Alles andere müsste erstmal gesellschaftlich debattiert werden. Und dass dann da ein Kalifat eine denkbare... Hallo? Aber
wir wissen, wo der Wind hinweht. Wir wissen, was es bedeutet, wenn der Islam in diesem Land die Überhand nimmt. Aber es war die letzte Frage auf der Pressekonferenz, wirklich die allerletzte. Und dann haut er hier so einen Knaller raus. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Also dieses Bigotte. Erst sagt er, from the river to the sea beinhaltet die Auslöschung Israels und das ist völlig indiskutabel. Das ist gegen die Verständigung der Völker. Aber das Abschaffen der parlamentarischen Demokratie bei uns durch das Fordern eines Kalifats, wo es keine gewählten Volksvertreter gibt, sondern da gibt es einen Kalifen, einen ernannten Kalifen, der bestimmt über alles, der bestimmt die Justizordnung, die Rechtsordnung. Das sagt er hier, ist unproblematisch. Hoi, 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 Herr Altenwang, ich weiß, warum Sie dieses Jahr Ihren Hut nehmen müssen, nicht nur, weil Sie die Altersgrenze bald überschreiten, sondern das, was Sie hier sagen, das ist gemeingefährlich. Ihr könnt euch die ganze Pressekonferenz anschauen. Sie wurden auch danach gefragt, wie Sie es finden, dass Wolfgang Kubicki Sie für eine Gefahr für die Demokratie hält. Das haben Sie weggelacht, wirklich einfach nur weggelacht. Aber dass das Kalifat hier eine denkbare Staatsform ist, ich... Nee, nee. Oh. Ah, das Kalifat ist eine denkbare... Nein, nein, das Kalifat ist undenkbar in diesem Land. Und das ist auch... Man kann das juristisch sehen, wie man will. Ja? Kalifat ist die Lösung zu sagen an sich, okay, kann man noch drüber streiten, dass das in Ordnung ist. Ja? Aber dann kamen ja Muslim Interaktiv in Hamburg auf der zweiten Demonstration und haben das Kalifat für den Nahen Osten gefordert. Wo ist es denn da? Wo ist denn da der Unterschied zu From the River to the Sea? Nein, da gibt es für Herrn Haldenwang zwei völlig getrennte Welten, aber ich bin immer noch schockiert, dass er das wirklich gesagt hat. Das Kalifat ist eine denkbare Staatsform, wie der Sozialismus, der Kommunist. Also, Herr Haldenwang, ich weiß jetzt, welch Geisteskind Sie sind. Es wird Zeit, dass Sie gehen unter Ihrer Rigide als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ist die Zahl in allen Deliktsbereichen, sind die Zahlen explodiert. Es gibt mehr linke Gefährder, mehr rechte Gefährder, mehr islamistische Gefährder. Und was tun Sie dagegen? Sie dreschen Phrasen, indem Sie auf die AfD einprügeln, anstatt mal bei Frau Baerbock im Außenministerium vorbeizuschauen. Dort gibt es anscheinend Einflussnahme aus dem Ausland oder Sonstiges, dass hier Visa vergeben werden gegen die Sicherheitsinteressen dieses Landes. Das ist Ihnen völlig egal. Für Sie ist das Kalifat auch eine denkbare Staatsform. Ich bin weiterhin schockiert. Also es waren viele Knaller in dieser Pressekonferenz, aber diese letzte Frage, da bin ich völlig vom Stuhl gefallen. Also das kann man mir auch nicht erklären, wie man so argumentiert. Und ihr könnt ja auf die Zeitstempel achten, das ist relativ ungeschnitten, das ist so hintereinander abgespielt worden. Also nee, nee. Herr Haldenwang, wird Zeit zu gehen. Ich hoffe nur, der Schaden ist nicht so groß, aber ich ahne Schlimmes für dieses Land. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video. Bist du genauso schockiert wie ich? Mir fehlen fast die Worte, hier noch mehr zu sagen. Das steht für sich, ja, wie man immer sagt. Die Worte des Kanzlers stehen für sich. Die Worte des Herrn Haldenwang, sie stehen hier auch für sich. Schreib mir einen Kommentar, abonniere diesen Kanal, like das Video und damit sage ich bis bald. Ciao.